Erstmal seit 8 Jahren ist die Santa Claus Rallye ausgefallen, also jene Rallye, die sich doch sehr regelmäßig einstellt an den letzten 5 Handelstagen eines Jahres und dann den 2 ersten Handelstagen des neuen Jahres. Diesmal ist es nicht passiert und auch das gestrige FED-Protokoll hat keine Wende gebracht. Jenes Protokoll, auf das man durchaus sehr gespannt gewartet hat, nachdem sich die Widersprüche zwischen etwa Jerome Powell, der sagte, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, und New York Fed-Chef Williams, der sagte, wir haben nicht wirklich über Zinssenkungen gesprochen, nicht ganz aufgelöst hat durch dieses Fed-Protokoll, aber eins kann man sagen, es ist weniger hawkisch oder dovischer, weniger dovish gewesen, genauer gesagt, als das, was Jerome Powell gesagt hat. Schauen wir uns mal ein paar Highlights an. Hier heißt es, several said the rate could stay at peak longer than anticipated. Also zahlreiche Mitglieder sagten, dass die Zinsen länger hoch bleiben könnten als vorher gedacht. Several ist ein Synonym für die Mehrheit innerhalb der Fed. Some ist ein Synonym für eine Minderheit innerhalb der Fed. Also die Mehrheit geht davon aus, dass die Gefahr, dass das die Potenzial durchaus besteht, dass die Zinsen länger hoch bleiben. Gleichwohl sagt man, ja, die Zinsen sind am oder in der Nähe eines Peaks. Hier sagt man auch, die Zinsen dürften restriktiv oder die Geldpolitik dürfte länger restriktiv bleiben. Und dann so ein dovisches Zuckerl. Die Notenbanker haben festgestellt, dass ihre Projektionen Zinssenkungen bis Ende 2024 zeigen. Exakt, das ist ja das, was in den Dotplots hier passiert ist. Man hat gesagt oder hat zum Ausdruck gebracht, oder das ist die Medianerwartung, sind 3 Zinssenkungen in 2024. Die Märkte, wie gesagt, erwarten 6 bis 7, sind damit doch schon sehr weit gelaufen, könnte man sagen. Und was Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, hier anmerkt, ist, dass hier keine wirkliche Klarheit gegeben wurde, wie es jetzt mit den Zinsen weitergeht, wann sie erstmal sinken und wie stark sie sinken werden. Natürlich wird die Fed datenabhängig bleiben. Man hat hier so ein paar Dinge gesagt, wie wir werden einen vorsichtigen Ansatz wählen etc. Aber eben, es gibt auch kein Zeichen eines bald anstehenden Zinssenkung. Also das ist, man hat sich alle Türen offen gehalten, logisch, würde ich auch machen, wird jetzt auf die morgigen Arbeitsmarktdaten warten, wird dann am nächsten Donnerstag auf die US-Inflationsdaten warten und gucken, wie sich die Dinge entwickeln, sehr wahrscheinlich nicht schon im Januar die Zinsen senken, sondern vielleicht im März, das zumindest erwarten die Märkte nach wie vor, gleich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen gesunken ist nach diesem Fed-Protokoll. 66% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen dann um 25 Basispunkte gesenkt werden. Immerhin jetzt 27,4%, dass die Zinsen unverändert bleiben. Das hat sich ein bisschen in Richtung, hat sich ein bisschen hawkisch verschoben, könnte man sagen. Gestern noch vor dem Protokoll war die Wahrscheinlichkeit phasenweise bei 80%, dass die Zinsen gesenkt sind, dann bereits im März. Und interessant auch die Aussage, many participants haben festgestellt, dass das Easing in den Finanzkonditionen die Aufgabe erschweren könnte, die Inflationsziele zu erreichen. Also die Financial Conditions wurden hier zur Sprache gebracht, nachdem ja die Renditen sehr stark gefallen waren, die Aktienmärkte sehr stark gestiegen waren, hatten sich die Finanzkonditionen deutlich gelockert. Und hier nochmal diese seltsame Wende von Powell: am 1. Dezember wäre zu früh, um über Zinssenkungen zu spekulieren, und dann, das kommt, interview und is clearly a topic of discussion. Also so schnell ist es in knapp 2 Wochen gegangen. Diese seltsame Wende, wie gesagt, das Fed-Protokoll hat jetzt diese dovischen Aussagen von Powell eher nicht bestätigt, würde ich mal formulieren. Das haben andere auch so gesehen. Jedenfalls scheint es so gewesen zu sein, dass der gute Jerome von der Janet Yellen einen Anruf bekommen hat und gesagt hat, Mensch Jerome, schau mal, wir haben jetzt fast 34 Billionen Schulden damals. Inzwischen haben wir die 34 Billionen erreicht und wir müssen ein Drittel dieser Anleihen jetzt alleine in 2024 refinanzieren. Das wird sehr, sehr teuer. Das können wir uns auf Dauer nicht leisten, also fang schon mal langsam an Zinssenkungen zu denken. Also es wird dann wahrscheinlich so laufen wie immer. Die Fed hat die Geldmenge erhöht, hat Quantitative Easing betrieben, dann ist
mit Corona damals die Inflation gestiegen, dann hat man die Zinsen angehoben, dann träumt man von einem Soft Landing, davon träumen die Märkte, davon träumt die Fed, dann kommt aber doch die Rezession, dann muss man die Zinsen senken, dann sieht man, oh, die Wirtschaft ist schwach, dann muss man wieder die Geldpolitik lockern und stimulieren, Quantitative Easing, und so geht der Kreislauf dann immer weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt mal zu den Aktienmärkten kommen, sehen wir Santa Claus Rally ausgefallen. Wir sind jetzt in diesem Zeitraum, letzten fünf erste beide Handelstage, minus 0,9% beim S&P 500. Durchschnittlich sind wir bei einem Plus von 1,3%, also plus 1,3% ist der Durchschnitt. Diesmal war es minus 0,9%. Letztes Mal war eben 2015, 2016, dass diese Santa Claus Rally ausgefallen ist. Tom McLennan bemerkt, naja, also dann ist der S&P 500 nur 60% positiv oder zu 60% positiv, seit die Daten aufgezeichnet werden, also seit 1928, statt normalerweise 66%. Also sinkt ein bisschen die Wahrscheinlichkeit eines positiven Gesamtjahres jetzt in 2024. Aber gucken wir uns mal an, die letzten Male, wo dieses Santa Claus Rally ausgefallen ist, und die Amerikaner lieben ja Statistiken, haben über alle Statistiken, sind da sehr akribisch. Hier sehen wir, es war nur bei einer Gelegenheit der Fall, dass wir dann einen positiven Januar hatten. Das war 1993, da war der Januar dann plus 3,3%. Die anderen fünf Gelegenheiten, die anderen fünf Vorkommnisse waren jeweils negativ, bis zu 5% im Januar. Dann erstes Quartal, die Bilanz wieder einigermaßen ausgeglichen, wie auch beim Gesamtjahr. Aber wenn es dann mal scheppert, dann scheppert es gerne richtig, wenn diese Santa Claus Rally ausfällt. Also es ist natürlich jetzt nicht wirklich klar, wie das Jahr laufen wird, aber so ein bisschen Sand im Getriebe ist nach dieser massiven Rallye zwischen Ende Oktober und eben Ende Dezember, wird es jetzt erst mal schwieriger. Wir sehen hier erste Schwächezeichen, erste Umkehrsignale in Indikatoren. Fundstrat in Gestalt von Tom Lee sagt jetzt, okay, solange 4465 beim S&P 500 nicht gebrochen ist, könnten wir wieder ansteigen auf sogar ein neues Allzeithoch bis 4840. Aber es ist erst das dritte Mal in der Geschichte des Nasdaq, dass dieser Index zweimal hintereinander zum Jahresstart mehr als 1% verloren hat. Das war 1980 der Fall und 2005 der Fall, also schon auffallend. Wir haben jetzt mal eben 1,55 Billionen in globaler Stock and Bond Capitalization verloren, also Marktkapitalisierung von Aktien und Anleihen, während der Dollar den besten Jahresstart seit 1996 hat. Also schon auffallende Bewegungen. Wie gesagt, sagt nichts über das Gesamtjahr aus oder relativ wenig. Könnte aber darauf hindeuten, dass der Januar zumindest kein einfacher Monat wird, wenn wir uns hier die Geschichte mal anschauen. Auch der Dow Jones diesmal im Minus, der vorgestern ja noch im Plus war. S&P minus 0,8%. Gestern hat es vor allem die Small Caps erwischt, minus 2,7%. Gestern Energie und Utilities, die einzigen positiven Sektoren. Dann solche Geschichten wie Technology Materials, Industrials, Consumer Discretionary und Real Estate ganz unten. Hier diese Consumer Discretionary oder vor allem Real Estate unten, weil eben die Renditen latent wieder gestiegen sind. Die 10-Jährige gestern zwischenzeitlich bei 4%. Hier sehen wir rechts mal den S&P 500 mit diesem Rücksetzer. Sind jetzt beim 5er MA. Also 5er Moving Average, haben bei 4700 eine Unterstützung, die wir gestern kurz getestet hatten, davon erstmal wieder nach oben abgeprallt sind. Aber die logische Unterstützung wäre eigentlich jetzt der Bereich 4600. Das müsste zumindest ein Ziel der Korrektur sein, die wir derzeit sehen, die 4600 Punkte im S&P 500. Zumal die Stimmung, meine Damen und Herren, sehr bullish ist. Wir sehen Anteil der Bullen laut US-Privatinvestoren-Umfrage AAII auf 48,6% gestiegen. Die Bären jetzt nur noch 23,5%, nachdem sie in der Vorwoche noch 25,1% waren. Heute kommen dann auch die frischen neuen Zahlen zu den Vermögensverwaltern, zu deren Positionierung, die ja auf 102,7% gestiegen ist, der höchste Wert
und ziemlich genau da, wo wir auch auf dem Top im Juli waren. Also ist es jetzt nicht so, dass der Pessimismus deutlich vorherrscht. Wir sehen jetzt beim Fear and Greed Index das erste Mal seit 20. Dezember, dass wir nicht im extremen Gierbereich sind, sondern nur sehr starke Gier. Also wir sehen, wie schnell hier die Stimmung abgekühlt ist, meine Damen und Herren. Gleichwohl, wir sehen immer noch, dass 83% der S&P 500 Aktien über ihrem 100-Tages-Durchschnitt handeln, nach wie vor einer der höchsten Werte, die wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben. Also es ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber ein Muster zeigt sich immer wieder, auch heute zunächst mal. Wir sehen, dass im asiatischen Handel nicht viel passiert. Und dann geht es in Europa zunächst mal nach oben und dann kommt in Europa zweimal der Abverkauf. Jetzt vermuten manche, ja, was ist da los? Ist da vielleicht eine Schweizer Großbank irgendwie in Schwierigkeiten, deren Name nicht genannt wird und die eine andere Bank übernehmen musste, gell, aber das sind nur Gerüchte. Jedenfalls sehen wir dann, dass im US-Handel geht es normal volatil zur Sache. Die eigentliche Abwärtsbewegung erfolgt dann auf Future-Basis bereits im europäischen Handel. Wird das heute anders? Wir haben das Muster zunächst mal auch heute wieder. Asiatische Märkte seitwärts, dann europäische Märkte erstmal nach oben, kommt dann wieder eben die Schwäche rein, ja oder nein. Und insgesamt, wenn wir mal das große Bild uns anschauen, ist der S&P 500 in den letzten zwei Jahren um 1,9% gefallen. Die durchschnittliche Aktie ist sogar um nur 0,54% gefallen. Also in den letzten zwei Jahren ist sowohl mit Einzelaktien in der Regel als auch mit dem Index nicht viel zu verdienen gewesen. Bei all dem wahnsinnigen Auf und Ab, was wir in der Zwischenzeit gesehen haben, wer da also gehalten hätte, der wäre jetzt mehr oder weniger da, wo er vor zwei Jahren auch war. Wie es heute weitergeht, hängt auch davon ab, wie der ADP-Arbeitsmarkt ausfällt. Nämlich der ADP-Arbeitsmarktbericht. 115.000 neue Stellen erwartet. Letzten Monat waren wir schwach mit 103.000 neuen Stellen. Gestern hatten wir ja schon die Zahlen hier gehabt von den JOLTS, von den offenen angebotenen Stellen, und wir sehen, New Hirings sind da massiv nach unten gegangen, also die neuen Einstellungen sind massiv nach unten gegangen. Das hat jetzt die Flüsterschätzung negativ beeinflusst für die US-Arbeitsmarktdaten dann morgen, aber könnte auch ein Indiz sein, dass die ADP-Zahlen schwächer ausfallen. Mal sehen, wie es reinkommt, aber hier sehen wir diese Job-Openings, die ja zurückgegangen sind, da waren wir ja teilweise über 11 Millionen pro Monat, sind jetzt auf unter 9 gefallen, die Job Openings also 18% gefallen jetzt zum Vorjahresmonat. Und normalerweise ist das sehr eng korreliert mit den EPS Estimates, also mit den Gewinnschätzungen. Wir sehen aber, dass die Gewinnschätzungen der Wall Street nach wie vor nach oben gegangen sind und dass, obwohl eben wir jetzt diese Schwäche bereits am Arbeitsmarkt sehen, der eigentlich ja ein nachlaufender Indikator ist, ein sehr später Indikator. Mal gucken, jetzt beginnt ja schon dann auch Ende nächster Woche die US-Berichtssaison mit den US-Banken, die ja sehr gut gelaufen sind, vor allem die Großbanken, JP Morgan allzeit hoch und so weiter und so fort. Und wie schaut es denn eigentlich dann aus um die Stärke der Gesamtwirtschaft in den USA insgesamt? Und wir sehen ja im dritten Quartal, da ist die US-Wirtschaft um 547 Milliarden Euro gewachsen. Schön, wunderbar, alles gut, aber leider musste man dafür 621 Milliarden Dollar neue Schulden aufnehmen. Also wir haben mehr Schulden als Wachstum der Wirtschaft. Das ist ja eigentlich das Muster, was seit den 1980er Jahren der Fall ist. Und das wird für die Amis langsam ein Problem, weil die Schuldenlast so massiv steigt, die Zinsbelastung 1 Billion Dollar im Jahr beträgt, und das ist natürlich eine Menge Holz. Und in Sachen Inflation, in Sachen Fed, in Sachen Zinsen wichtig natürlich auch die Entwicklung jetzt mit dem Roten Meer. Hier sehen wir mal eine Karte von Javier Blas, die zeigte durch das Rote Meer und durch den Suezkanal, da passiert derzeit sehr wenig. Die Schiffe gehen jetzt alle über das Kap der guten Hoffnung, also südlich von Afrika, und dann Umidum, das kostet sehr viel mehr Zeit, kostet insgesamt mehr Geld. Deswegen erhöhen die Reedereien jetzt ihre Preise sehr deutlich. Das wird inflationär wirken auf der einen Seite. Zweitens werden dann auch die Lieferketten irgendwann sich melden in dieser Hinsicht. Und wir hatten ja jetzt dieses Joint Statement von den USA und vielen anderen Nationen, darunter auch Deutschland, wo man warnt, liebe Houthis, jetzt hört doch mal bitte auf, im Roten Meer da so Unruhe zu stiften, tralala, tralala. Aber das wird natürlich nicht passieren, solange da nicht mal eine ernsthaftere Antwort kommt. Aus meiner Sicht eine Frage der Zeit. Man wartet ab, man zögert.
und lässt die Houthis hier weiter Schiffe beschießen, that's a no-go. Da muss man entweder muss man was tun, aber wir sehen ja insgesamt diese Geschichte gestern mit dem Iran, dieses Attentat mit vielen, vielen Toten und jetzt eben diese Warnung. Da sehen wir, dass wir hier eher eine Eskalation haben. Wir sehen, dass der Ölpreis jetzt wieder über 73 Dollar ist bei WTI. Und haben jetzt auch mal zur Abwechslung wieder ganz ordentliche Nachrichten aus China, was den Kaixin Einkaufsmanager-Index Dienstleistung betrifft. Es gibt ja einen offiziellen Einkaufsmanager-Index, der eher große und staatliche Firmen umfasst. Und das ist der Kaixin, der eher private Unternehmen umfasst. Und die sind besser drauf, offenkundig, als eben die Staatsunternehmen. Wir sehen, Chinas Banken versuchen jetzt Businessreisen zu reduzieren, weil die ja von der Führung gesagt bekommen, gib bitte Kredite auch an Unternehmen, die eigentlich keine Kredite bekommen sollten aufgrund ihrer Bonität. Also fürchtet man Verluste, versucht Kosten runterzubringen. Hier die Immobiliensituation ist nach wie vor das große Problem. 10 Jahre Inventory Overhang belastet den Immobilienmarkt. Da ist ja wahnsinnig viel gebaut worden, steht teilweise leer. Das wird die Preise weiter unter Druck halten. In Deutschland sind die Preise wohl im Dezember wieder gestiegen. Man erwartet jetzt eine Inflation von 3,7% nach 3,2% noch im November. Wir werden in 2024 einen deutlichen Anstieg der Inflation in Deutschland sehen durch die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen. Abschließend, meine Damen und Herren, 2 Empfehlungen. Die Amis haben ja mal in 15 Wochen 1 Billion Schulden dazugenommen, das ist ungefähr 10.000 Dollar pro Steuerzahler, net schlecht. All das, eine Verdopplung der Schulden seit 2014, das wird und kann nicht so weitergehen. Und wir haben gesehen, diese Staatsverschuldung, die hat das BIP beflügelt. Und wenn das nicht mehr so passieren kann, wird das BIP auch schwächer. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie in dieser ersten Empfehlung über die Staatsverschuldung in den USA, was das alles bedeutet, der Rattenschwanz, der da dran hängt. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, der DAX stürzt ab, geht es nun um die Wurst für die Bullen. Da muss jetzt langsam ein Konter kommen. Abstürzen ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber es ist Schwäche erkennbar. Auf jeden Fall beim deutschen Leitindex. Das ist die zweite Empfehlung und ich wünsche jetzt erst einmal das Allerbeste und sage Servus, ciao.